Hallo und herzlich willkommen zur 10. Folge von How to Emergency. Wieder mit dabei natürlich Pascal. Hallo. Und So, wir sind. idyllische Natur hier am Stadtrand von Berlin, ne? Genau, und Rehe, die übrigens auch abgeschossen werden, natürlich bei The Hunter. Könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Und hier gibt's fliegende LKWs, die in ein Atomkraftwerk fliegen. Ohne Ton. Ihr wisst ja. Ton von Intros und so, das gehört zur Musik, können wir nicht zeigen. Mag YouTube nicht. Ich meine, andere Spiele kriegen es auch hin, aber hier anscheinend nicht. Nee, Emergency ist das Problem ist ja Copyright-Music. So, ihr wisst ja, Schritt 1, Überblick bewahren. Was hier noch ein bisschen nervig ist, weil die ganze diese ABC-Sirene im Hintergrund hat, die haben natürlich aber nochmal ein bisschen erschwert. Und das Denken. Genau, so, wir haben hier das Industriegebiet, dort haben wir den Kreis, der geht bis etwa hierhin. Oder? Ja, etwa bis hierhin halt da. Ja. So, und diesmal jetzt auch eine radioaktive Kontamination. Bei dem Erdbeben da mit diesem Chemievan, da hat man eine chemische Kontamination. Jetzt haben wir mal eine atomare. Genau, da haben wir noch ein paar Infos bekommen. So, was haben wir hier? Brennende Gasleitung im Reaktor mit Ingenieur ausschalten. Genau, diese Gasleitung hier, dass die nicht bei der Notabschaltung oder so gleich zugemacht wird, wundert mich, aber egal. Und dass der tritt das Hier muss Ingenieur radioaktives hin. Gas aus irgendwie. Hier muss Ingenieur hin. Der Radius geht nur bis hierhin. Deshalb kann der das sozusagen machen. Das sehen wir dort unten auf der Karte auch. So, Person aus Gebäude befreien. Hier müssen wir Leute mit der Axt ranbringen. Möglichst halt die Dekon-Leute. Also die vom Dekontaminationsfahrzeug hier. Wir haben so viele Fahrzeuge mittlerweile. Oder alternativ, nachdem die Gasleitung repariert wurde. Eins Das von ist nicht beiden. die Gasleitung, die, glaube ich, die Quelle ist. Es ist einer der Reaktoren. Das ist der Reaktor. Oh, das Gebäude, das kann auch sein, das Gebäude. Ich meine, das wäre die Gasleitung gewesen. Aber gut, das Sicher, wird also sich es wäre ein bisschen zeigen. einfach, oder? Ich weiß es Ja, wird nicht. sich zeigen, ob es brennende Gebäude, ob es die Gasleitung oder beides ist. Genau. Hier hinten, den dürfen wir nicht vergessen, ist ein Typ, den müssen wir rausschneiden. Das ist ja der Typ, der mit seinem LKW da reingefahren ist. Und wir haben direkt einen Wald nebenan, wo die ersten Bäume brennen. Genau. Das heißt, hier müssen wir auch gucken, dass wir den mit dem Löschflugzeug halt zusammenhalten. Oder wir fahren gleich hier vor, machen eine Schneise. Dann kümmert uns das nicht weiter. Ja, ansonsten mache ich aber einen schönen Waldbrand am Ende. Genau. Also zuerst. Wir brauchen definitiv diesen Ingenieur hier. Weil wenn das wirklich Sofort dafür sorgt, unverzüglich. dass wir das Gas wegbringen können. Das radioaktive Strahlungsgaszeug. Radion vielleicht oder so. Radon, das ist Gas, Radon. nicht Radion. Dann ist es definitiv sinnvoll. Weil die Leute, ganzen Leute hier zusammenzubringen, ist einfacher. Wenn die keine Strahlung ist. Das heißt, wir müssen brauchen auf jeden Fall den. Dann würde ich auf jeden Fall das Löschflugzeug direkt einsetzen. Zack. Den Wald. Für den Wald, ja, genau. Erstmal dorthin platzieren, das holen wir dann später noch näher ran, damit wir es eher schneller sehen. Dann das Reaktorgebäude sollte, glaube ich, das nächste sein. Was wir machen sollten. Ja. Allerdings parallel dazu müssen wir halt auch die Verletzten schon mal auf jeden Fall anfangen, die rauszubringen. Das heißt, wir holen uns die beiden Dekon-Fahrzeuge hier. Das bauen wir Gott, hier das ist ja auf. eine Vielzahl an Leuten da. So, dann neun Also einen richtigen Mann hier. 12 kontaminierte Personen, Oh, 3 aus das ist Gebäude Mann. befreien, 9 Opfer bisher. Die drei Drehleiterfahrzeuge, die wären definitiv gut, um zu kühlen etc. Auch zum Reaktorgebäude löschen. Einfach mit. Kühlen und löschen, ja. Weil musst du die Leute nicht rausholen, das ist gut. So, außerdem brauchen wir hier einen Rausholen ist im Flugzeug Rüstwagen. aktuell gerade niemand, ne? Außerdem brauchen wir einen Rüstwagen, um die auszurüsten, die Dekontaminationsleute, um einmal hier reinzukommen und die Leute rauszuholen und einmal das ja aufzuschneiden. Vorausgesetzt, es ist noch nicht dann Dingsbums Dings. Ja. So, ich würde versuchen, das hier
Oder wollen wir das hier löschen mit dem Flugzeug? Und hier als erstes die Schneise schlagen. Wir holen erstmal das hier dahin. Ansonsten ja. Haben wir, glaube ich, haben die Leute hier, haben die eine Kettensäge? Ja, ich glaube schon. Die haben historische Motorsägen. Jo, haben sie. Dann holen wir die einfach dahin. Wir kennen nicht die Motorsägen aus dem 18. Jahrhundert, ne? Äxte. Kühltür. Und so Axt dann so. Brauchst du eine halbe Stunde, um Bomben zu fällen. So, okay. So, lassen wir die erstmal kommen. Außen brauchen wir die ganzen Notärzte. Platzieren wir hier. Wir brauchen die ganzen Rettungswagen. Platzieren wir hier. Hätten wir jetzt die Wuppertal-Mod, dann könnte man schön einen Manfplatz aufbauen, aber den gibt es natürlich im Standard-Emergency nicht. Ja. Also Massenanfall von Verletzten. Also Zelte aufbauen sofort, wo die Leute versorgt werden, aber... Haben wir auch ein Video zu. Im Standard-Emergency muss man sich das so organisieren. Genau. So. Das Ding ist verfügbar. Heißt... Haben wir hier. Oder? Wir müssen noch so ein paar, zwei, drei Bäume mehr abdecken, wie es Tobi jetzt gerade gemacht hat, für den Fall, dass sich da was ausprallt, dass die auch gleich mit gelöscht werden. Genau. Weil das Flugzeug braucht ja immer noch ein bisschen. Ja, ein paar Minuten, ein paar Sekunden. Eine Sekunde eher. Und dann heißt es warten, bis die Fahrzeuge eintreffen. Genau, die beiden Rettungshelikopter, die sind schon da. Yay. Weißt du, was ich mich gerade frage? Kann ich die... Ja, ich glaube, das sollte auch funktionieren. Das ja. Sollte auch funktionieren. Definitiv den Bergungshelikopter mitholen. Okay, Gas abgeschaltet. Das heißt, wir machen das Grüne wirklich weg mit dem Typen hier. Wobei, bringt es was, die Leute den Helikopter rauszuholen, weil die müssen ja so oder so dekontaminiert werden. Für ja, die aber wenn die Leute, die laufen ja nicht so schnell mit dem. Ja, stimmt. Die laufen. Wenn du die schon hintransportieren kannst, ist es werden. Definitiv besser. Ja. Da kommen mehr Leute auf einmal rankarren ans Auto, das Dekon-Fahrzeug. Und gerade bei dem da hinten ist es halt dann doch relevant. Ja, auf jeden Fall. So. Langsam. Eins. Zwei. Drei. Einer nimmt eine Axt. Einer nimmt eine Schere. Und der holt sich noch wen hier. Jetzt weiß ich nicht mehr, ob ich den oder den genommen habe. Den rechten. Einfach irgendeinen anderen Rat-Typen. Ja, okay, nehmen wir den, damit er sich noch, nicht noch hinlegt. So, die restliche Feuerwehr kommt gleich. Sie haben die Gasleitung repariert. Wir können die Türen jetzt mit Hilfe eines Feuerwehrmannes öffnen. Okay, wir können die Türen öffnen, das ist auch gut. Alles klar. Okay. Wahrscheinlich, weil das Gas ja vergiftet ist, deswegen kann jetzt erst die Tür geöffnet werden. Dann war das so. Irgendwie. Ja, das Gas, die Strahlung ist aber immer noch da, ist das Ding. Ja, na, die geht wahrscheinlich dann vom Brennreaktor logischerweise aus. Ja. Gut, warum irgendwie absehbar? Warum sollte dann irgendein radioaktives Gas durchfließen durch die Gasleitung, ne? Da gibt ja wenig Sinn. Man kann das immer ganz gut sehen, wo hier noch Leute sind, indem man sich einen von denen nimmt. Und alle, wo noch so ein Symbol ist, da ist kein Feuerwehrmann dran. Was gibt's? Das zu lösen. So, trifft auch das Rüstfahrzeug gleich mal ein. So, wir haben hier... Der soll bitte den kühlen auf jeden Fall. Der soll nicht auch noch angehen. Der kann gerne schon mal anfangen. Ja, guck mal, es brennt hier alles schon wieder. So ein Mist. Schon wieder. Der kann das hier löschen. Und der hier setzt sich schon mal in den Reaktor. Wo ist denn unser Rüstwagen? Die TLF sollten wir aber auch halt auf den Reaktor gehen. Ich glaube, der Reaktor sollte Prio 1 haben, direkt nach dem Wald, der Prio 2 hat. Löschflugzeug verfügbar. Oder müssen wir hier? Müssen hier. Ja, mach halt mal da erstmal. Du hast das. Du den Baum.
ihr da aussteigen. Genau. Da haben wir auch nochmal den Tipp dazu. Hier drüben sind auch noch welche. Achtung, hier. Die müssen wir auf jeden Fall auch noch holen. So, hier sind jetzt schon die ersten Verletzte. Sehr gut. Da holen wir den hier. Es ist, glaube ich, sinnvoll, die Leute, die verletzt sind und sozusagen nicht laufen können, einen von den Patienten, dass wir die auf jeden Fall mit dem... Wie heißt es? Die liegen und verletzt sind, im Gegensatz zu denen, die noch stehen und laufen können. So. Du. Baum. Du. Baum. Hier drüben. Ich, Baum. Kettensägen. Du. Baum. Du. Baum. Du. Baum. So, da müssen wir uns auf jeden Fall auch drum kümmern, dass die beiden Laster da nicht explodieren. Da kümmert der sich bitte drum. Der Ingenieur, den parken wir mal ein Stück weg. So, der hat die Axt. Ich glaube, es geht mit der Axt. Ja, geht mit der Axt. So, Randa. Hier liegen Leute rum. Und die machen nichts. So, der steht noch. Den holen wir uns. Habe ich hier noch irgendwen? Jo, genau. Den können wir schon zurückschicken. Oh Gott, geht das mir auf die Nerven, ey. Das ist auch so eine Herausforderung. Das Einsatz ist mal nicht wahnsinnig wird durch diese ABC-Sirene. Das ist die Herausforderung. So. Du holst dir eine... Nein, ich habe alle ausgewählt, glaube ich. Der geht, der geht. Ja, holen sich jetzt ganz viele eine. Gar nicht gut. Holt, geh da hin. Ja, okay, aber der geht arbeiten. Noch. Da, so. Schere. Geh da hin, hol Schere. Dingsbums. Ja, genau. So, wir haben keine Radioaktivität, Strahlung mehr. Das heißt nicht, dass wir die nicht mehr dekontaminieren müssen. Das heißt nur, dass wir keine neuen mehr, dass wir jetzt normale Feuerwehrleute benutzen können. Richtig. So, du kannst hier einmal fahren. Kontaminiert, immer kontaminiert. So, sie werden dekontaminiert. So, wo ist denn mein Hubschrauber eigentlich? Was macht der? Pass auf. Da können wir doch den hier eher mit dem Hubschrauber transportieren. Das macht doch mehr Sinn, oder? Was meinst du? Ja. Das scheint sinnvoll. So, hier dabei bleiben. Segen. Komm. Ich glaube, wenn der Segen. Auch noch weg ist, dann sollte die Schneise, glaube ich, breit genug sein schon. Naja. Und dann. Gut, und hier ist keine Brand, Gefahr mehr. Der ist unter Kontrolle, der Brand. Das heißt, ich weiß nicht, ob das sinnvoll wäre, wenn die sich Feuerlöscher nehmen und dann einfach da mal auf die Feuer drauf gehen, die da vom Wald sind. Ich würde doch mit denen eben probieren. Ach stimmt, das wollte ich mal herbeordern, ne? So, hier ist jetzt noch einer. Den kann gerne mal einer versorgen. Ach so, und apropos, wir müssen eigentlich mal die Notärzte sagen, was die mal anfangen können hier. Das wäre zumindest mal eine Maßnahme. Ja, die Transporter haben jetzt ja nicht gerade die Prio, aber dass sie erstmal Notärzte da rumlaufen und die ganzen Leute versorgen und dann nach und nach die Sanis die ja noch abtransportieren können. Wir haben ja mal einen 6 Notärzte. So, okay, gut. Haben wir die. Das Fahrzeug ist gelöscht. Heißt, wir können es aufschneiden. Gut, macht er schon. Sehr gut. Schlauer Mitarbeiter. Du kannst auch mal mitlöschen da. So, jetzt ist eigentlich nur noch der Wald mit Prio 1, weil
Das ist das einzige Feuer. Das Kraftwerk ist jetzt gelöscht. Sie sollten sich da jetzt natürlich die Löschkräfte drauf konzentrieren. Ist der kontaminiert? Ja. Logisch. Okay, den kann er irgendwie nicht anheben. Ich hoffe mal, den kann er vielleicht mal anheben. Wahrscheinlich ist er einfach zu nah am Gebäude so dran. Das kann sein, ja. Ja, hier macht er auch nur Mist. Okay, das heißt, wir müssen die beiden dann tatsächlich mit einem Feuerwehrmann da lang begleiten, ne? Was natürlich uns wieder wertvolle Zeit nimmt. Aber kannst du machen, kannst du mischt, ne? So, okay, ich glaube, ich lasse hier den doch mal aussteigen schon mal hier. Alles klar. Damit die... Könnt ihr die Opfer selber krallen und abtransportieren. Dafür gibt es ja Automatismen. Erstens das und zweitens brauchen wir hier Platz. Was? Was? Hier am Badestrand, die ganzen Leute müssen weg. Eine radioaktive Wasserdampfwolke. Ah, das ganze Löschwasser wahrscheinlich. Ah. Und das trägt... Und das ist halt natürlich verdampft beim Löschen, logischerweise. Und hat radioaktive Teilchen mitgenommen. Der Wind treibt diese radioaktiven Teilchen mit dem Wasserdampf jetzt in Richtung des Badestrandes. Das wäre natürlich super optimal, wenn jetzt alle Leute da verstrahlt werden würden am Badestrand. Deswegen müssten wir jetzt den evakuieren mit der Polizei. Und jetzt auch nochmal so ein Turn-off-Erlebnis da, ne? Also so eine Turn im Einsatz da, wo noch was Neues passiert, wie es bei den ersten Einsätzen hatten. Brände sind gelöscht. Und hier stinkt schon wieder. Ja, das ist diese Wasserdampfwolke wahrscheinlich. Mm. Die sich jetzt langsam in Richtung des Strandes bewegen wird. Okay. So. So, Polizei ist, glaube ich, eingetroffen. Ich weiß halt nicht, was ist jetzt mit wann. Also dieser Badestrand da, an dem gerade war es da unten, ja. Hier vor dem Parkplatz, der Badestrand ist das. Die Leute, die da alle sind, die müssen alle von diesem Strandgelände hier weg. Meiner Erinnerung nach reicht es, wenn man die einfach da oben auf die Straße befördert, zu den Polizeiautos. Hoffe, wir sind nicht mehr am Strand. So, geschwindigkeitstechnisch hier auch schon mal Abschlepper alarmieren. Unnötiges aus dem Weg schaffen. So, sind die da? Ja. Weg da. So, hast du jetzt auch wirklich alle? Sollte. Ja, hier vor unten stehen keine mehr. Ich dachte, die werden sich über den ganzen Strand verteilt und nö, stehen alle in einer Menschentraube da. Das ist ja gut. Okay, sehr gut. Das heißt, es sind auch alle hier in dem Bereich. Das heißt, es werden auch alle versorgt. Sehr gut. Okay. So. Nehmen wir den dann mal ein bisschen zur Seite hier, so. Wenn die Depp noch mal weiterfahren. Person des Gebäude befreien 0 von 3. Was? Es wurde keine Person aus dem Gebäude bisher befreit. Bist du? Bist du eigentlich krank oder bist du krank? Verstanden, in Ordnung. Zu Befehl. Jawohl. Das hat's abgebrochen, weil ich alle ausgewählt habe vorhin wegen der Schere. Sehr gut. Ja, das könnte uns das jetzt den Sieg kosten. Wissen wir den erfolgreichen Abschluss? Das Gold. Das Gold sowieso. Was gibt's? Aber ja. Deswegen denkt daran, dass ihr das macht. Wenn ihr den Einsatz spielt. Immer wieder die Dings durchgucken. Genau, wir haben die beiden Abschlüsse. Deswegen habe ich das gerade auch kurz gemacht. Um zu schauen, was denn so ansteht.
Aber anscheinend sind die aus dem Gebäude, oder sind die auch noch verletzt? 7 von 9 wurden behandelt bisher. Das sind die beiden hier noch. Ah, okay, okay. Das heißt, die 3 da im Gebäude sind unverletzt alle. Run, run, ja, run, run, run. Mindestens eine weitere Person wurde kontaminiert. Kümmern Sie sich darum. Sehr gut. Wieso wurden die jetzt hier random kontaminiert? Irgendwie durch diesen kleinen Radius oder so gelaufen? Ach, ich habe keine Ahnung. Ach, von dieser grünen Wasserdampfwolke ist die. Nee, die grüne Wasserdampfwolke ist inzwischen hier hinten. Ach so. Über dem Strand, genau. Hm. Das ist ja auch witzig geworden, weil wenn da ein paar Leute kontaminiert worden wären davon, dann glaube ich, ein paar hätte das Spiel akzeptiert, hätte sie noch dekontaminieren müssen, aber wären es zu viele gewesen, dann wäre abgebrochen. Aber gut, die musste nur dekontaminieren, dann können die auch wieder laufen, ne? Die ist jetzt nicht verletzt, aber... Boah, ey, diese Sirene, ja. Ja. So, aber jetzt ist nur noch Leute abtransportieren und Fahrzeugwracks abschleppen. Also. Ja, die Fahrzeugwracks, die sind schon auf dem Weg. Also, wir haben jetzt wieder das gute Szenario von der Eins ist in sich gelaufen, jetzt kann nichts mehr passieren. Jetzt geht es nur noch darum, Autos weg und Menschen weg. Also, Opfer liegen keine mehr rum, das heißt, jetzt alle schon auf dem Weg. Weg. Sehr gut. Und hier sind Sanitäterteam übrig. Ja, gut. Alles klar. Hm. Keine Sirene mehr. Doch. Verfolgt dich, die Sirene. Nein. Ja, ganz knapp. 210 Punkte. Selbst hier hörst du noch die Sirene. Mm. 210 Punkte fehlten zu Gold. Das war dieser Mist mit, ich habe aus Versehen alle ausgewählt und ja. U gedrückt. Oder ich habe die Person nicht direkt rausgeholt und dadurch war die Effizienz natürlich schlechter. Das war der Punkt da. Ja. Also alles andere war ja einfach nur grandios. Ja. Beispielhaft gelöst. So. Deshalb auch nur 174, ja. Oh, guck mal, Deleted User 48 ist wieder da. Guck mal, der über die hat direkt 110.000 auf ganz glatt geschafft. Oh, nicht schlecht. Dann war's das von der Folge. Wir machen hier im Livestream natürlich noch ein bisschen weiter. Und ja, wenn ihr auch mal live Einsatz dabei sein wollt, dann kommt auch gerne mal am Freitag vorbei. Um 17 Uhr geht's los. Streamen wir ungefähr mal eine Stunde. Und genau, hier sehen wir jetzt mal den Abspann von der Emergency-Kampagne. Jo. Das heißt auch, wir sind dann mit Auto Emergency 5 jetzt durch. Nein. Das heißt, es geht dann vermutlich weiter mit Auto Emergency 16. Yay. Na gut. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag und tschüss. Tschüss.